Herzlich willkommen zu How to Hackbrett. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Das Hackbrett eignet sich perfekt, um zu improvisieren. Viele verbinden die Improvisation nur mit dem Jazz, beziehungsweise meinen, dass sie das nicht können auf ihrem Instrument. Heute will ich euch zeigen, dass man mit zwei Akkorden auf dem Hackbrett schon toll improvisieren kann und das anhand eines Jodlers, wie wir das Ganze angehen können und welchen Ablauf das fertige eventuelle Stück haben könnte. Und zum Schluss gibt's noch ein Hörbeispiel einer Fassung von mir. Legen wir los! 4. Für die tonale Improvisation unseres Jodlers brauchen wir zwei Akkorde. Der erste Akkord heißt D-Dur. Dieser Akkord besteht aus den Tönen D, Fis und A. Sucht mal diese drei Töne auf eurem Hackbrett. Das ergibt nämlich den D-Dur-Dreiklang. Also D, Fis, A. Man kann sich den Aufbau des Dreiklangs immer so merken, so wie der Akkord heißt, D-Dur. Der erste Ton ist das D. Einen Ton auslassen. Dann kommt der dritte Ton und der fünfte Ton von der Tonleiter. 1, 3, 5. Die D-Dur-Tonleiter spielen wir später noch. D, Fis, A. Sucht mal alle Ds, Fis und As auf eurem Hackbrett. Und da unten haben wir auch noch das tiefe A. Das eignet sich auch gut. Versucht mal, den D-Dur-Dreiklang aufwärts zu spielen. Natürlich in eurem Tempo, muss nicht so schnell sein wie bei mir. Ihr könnt das Video auch gerne anhalten und einfach mal selbst die Töne suchen. Abwärts. Ich spiele 1 und 3 immer im Folgeschlag. Immer zwei Töne auf der rechten Seite und das A auf der linken Seite. Unser zweiter Akkord heißt A7. Den suchen wir uns mal so tief wie möglich raus. A, zweiter Ton von links unten. Dann wieder einen Ton auslassen. Zweiter Dreiklangston ist Cis. Und E, 1, 3, 5, A. Die 7 kann man sich so herleiten, man spielt die 8 noch dazu, also das A oben drüber und rutscht einen Ton nach unten auf der gleichen Stegseite, dann hat man die 7. Das wäre dann das G in unserem Fall. A, Cis, E, G. Das sind die Töne des A7 Akkordes. Man kann auch nur 1, 3, 5 spielen. Dann hätte man den A-Dur-Akkord, wäre auch möglich, aber mit der 7, mit dem G klingt es noch etwas spannungsreicher. Und wir suchen wieder alle A, Cis, Es und Gs auf unserem Hackbrett. Wir beginnen mit dem A, so wie der Akkord heißt. Das ist der Grundton, mit dem ist es immer ganz gut zu starten. Jetzt noch die Möglichkeit, bis zum E3 raufzugehen, weil mein Hackbrett noch einen Ton oben mehr hat. Die meisten Hackbretter gehen aber nur bis zum D3, deswegen lasse ich das mal aus. Wir probieren es nochmal von unten. Ihr könnt natürlich wieder gerne stoppen. Hier bietet sich der Wechselschlag an, weil wir ja die 7 mitspielen. Und da das G und das A, die kommen direkt hintereinander, wenn wir alle diese Töne suchen, die zu unserem Vierklang in dem Fall dazugehören. Abwärts! Cis ist der erste Ton.
schönen Septakkord genießen. Ihr könnt natürlich eine andere Reihenfolge auch machen, vom E zum Beispiel beginnend und dann zum Cis runter und so weiter. Da hätten wir schon sogar eine Melodie fast für unseren Jodler. Unser Akkordablauf ist jeweils einen Takt lang D-Dur. Wir machen einen Viervierteltakt. Dann A7 und wieder A7, also zweimal hintereinander und wieder D-Dur. Ablauf D, A7, A7, D. Und das Ganze mit Wiederholung. Ich stelle euch mal eine einstimmige Melodie vor, die man in einem ganz langsamen, getragenen Tempo für den Jodler spielen könnte. Die meisten Jodler sind ja gesungen, es gibt aber auch instrumentale Jodler, wie zum Beispiel dieser. Gibt natürlich auch verschiedene Tempi, langsam und schnell. Wir probieren heute mal einen ganz langsamen. In der Reihenfolge D, A7, A7, D. Mit Wiederholung würde es zum Beispiel so klingen. Ich habe rhythmisch eigentlich das gleiche Muster oder ein ähnliches genommen bei der Wiederholung. Das hilft euch, im Stück ein bisschen mehr zu orientieren. Und zum Schluss ist ein langer Ton immer ganz schön, dass man weiß, wann die Wiederholung vorbei ist. Jetzt könnten wir natürlich einen Schritt weitergehen und das Ganze mit zwei Klängen machen. Wenn ihr schon ein bisschen erfahren seid im Spielen von alpenländischer Volksmusik, dann werden euch solche Floskeln, sage ich mal, sehr bekannt vorkommen. Ich habe nur drei Klangstöne jetzt verwendet, also beim D-Dur nur D bis A in verschiedenen Oktaven und Kombinationen und beim A7 nur A, Cis, E, G, immer in zwei Klängen. Habt ihr schon eine ganz, ganz tolle Melodie. Und wenn man das improvisieren will eben, probiert es euch nur auf eben drei Töne D bis A beim D-Dur-Akkord zu konzentrieren. Alle anderen interessieren euch nicht. Und beim A7 A, Cis, E, G, vier Töne interessieren euch, alle anderen interessieren euch mal nicht. Man kann das Ganze natürlich ein bisschen aufpeppen noch durch Tonleiterstücke. Jetzt haben wir nur drei Klangstöne verwendet. Unsere Basis ist die D-Dur-Tonleiter. Die D-Dur-Tonleiter hat zwei Kreuzvorzeichen, nämlich das Fis, kennen wir schon von unserem Dreiklang, und das Cis. Diese Tonleiter schaut so aus. D, E, Fis. Insgesamt acht Töne. Unser Tonleitermuster geht so. 1, 2, 3 Töne auf der rechten Seite. Wir wechseln nach links. Hier haben wir vier Töne und
aufpassen, zwischen 6. und 7. Ton haben wir einen Folgeschlag und dann der 8. Ton wieder alleine. Also das Tonleiterschema ist 3, 4, 1. Probieren wir es gleich mal gemeinsam. 3, 4. Das war die D-Dur-Tonleiter aufwärts. Wenn ihr da wieder Zeit braucht, stoppt einfach das Video und macht es in eurem Tempo. Natürlich kann man das Ganze eine Oktave höher spielen, dann nutzen wir den Tonumfang bis rauf zum höchsten Ton. Achtung, abwärts haben wir den Folgeschlag an einer anderen Stelle. Der Folgeschlag links war zwischen A und G. Ich merke es mir immer so, zwischen 4. und 5. Ton abwärts. Beziehungsweise manche merken sich's leichter, wenn man sagt, okay, einfach bei der letzten Möglichkeit auf der linken Stegseite bei den letzten zwei Tönen, bevor ich wieder nach rechts gehe, da habe ich meinen Folgeschlag. Jetzt können wir auch ein paar Tonleitertöne einbauen. Ihr könnt zum Beispiel vom 1. bis zum 3. Ton einbauen, wenn ihr sagt, ja, ich will es reduzierter halten. Vom 1. bis zum 5. Ton bietet sich sehr gut an. Viele Melodien bestehen nur aus 5 Tönen oder ihr nutzt die ganze Oktave, beziehungsweise auch die obere Oktave, was ihr mögt. Jetzt kann man natürlich auch eine Kombination machen zwischen zwei Klängen und Einzeltönen. Das wäre eine Option. Oder ihr macht nur Tonleitergeschichten, wählt vielleicht einen festen Rhythmus für euren ganzen Jodler und macht dann einfach Tonleitersachen. Würde sich zum Beispiel so anhören, ich mache es jetzt mal ohne Wiederholung. Wir bleiben immer noch in unserem Akkordschema D, A7, A7, D. Worauf ihr gut achten müsst, dass ihr nicht in eine andere Taktart wechselt bzw. ihr die Reihenfolge verschiebt. Jetzt stelle ich euch eine Variante vor, wo wir zwei Klänge und Tonleiterabschnitte miteinander kombiniert spielen könnten. Beispiel. Natürlich braucht die Improvisation immer ein bisschen Übung, auch wie Stücke, dass man mal so ein bisschen für sich selber rausfindet, okay, was kann ich auf dem Instrument, was finde ich gut, was hört sich super an. Und wenn ihr diese zwei Akkorde verwendet, dann hört sich es eigentlich immer gut an, weil wir keine anderen Töne brauchen. Es ist sehr reduziert mit zwei Akkorden und klingt immer schön und toll. Jetzt habt ihr gehört, wie man eine Improvisation mit nur zwei Akkorden anhand eines Jodlers auf dem Hackbrett machen könnte. Wenn euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich natürlich über ein Abo oder ein Like freuen. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Video von How to Hackbrett mit dabei seid.